Heute haben wir eine Demo organisiert, die eigentlich am Vorabend des Protestbeginns gegen Joachim S. stattfinden sollte, etwa ein Jahr nachdem er in Haft genommen worden ist. Dieser Protesttermin ist jetzt sehr kurzfristig verschoben worden. Die von September 2018 bis Juni 2019 insgesamt 8 Projekte, Wohnprojekte und auch Zentren im Rhein-Main-Gebiet betroffen hat. In der Folge des G20-Gipfels, der 2017 in Hamburg stattgefunden hat, so eine verstärkte Kampagne von der Koalition aus CDU, FDP und AfD, die in einer Form Mobil gemacht haben gegen diese Zentren, wie das lange nicht geschehen ist. Und sozusagen mit sehr heftigen Worten deren Räumung oder deren Ende gefordert haben. Wir sind hier, weil wir gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus auf die Straße gehen und solidarisch miteinander gegen diese Scheiße kämpfen. Ausprägungen, die ist der Antifeminismus. Begonnen hat die Brandserie am 24. September 2018. Da wurde ein Brandanschlag auf den Knotenpunkt in Schwalbach verübt. Der Brandstifter legte das Feuer in der Nähe des Feuerholzstapels an der alten Scheune. Und da alles völlig trocken war und das ein altes Fachwerkgebäude mit alten Balken ist und teilweise noch mit Stroh, fing das Ganze extrem schnell Feuer, griff über auf die Scheune, von dort aus auf andere Häuser, von dort aus aufs Haupthaus. Uns hat sich keine andere Erklärung aufgezeigt, dass es ein Anschlag gewesen sein könnte, weil auch die Stelle, wo das Feuer entstanden ist, überhaupt nicht sozusagen, da gab es keine Kabel oder Elektrizität, die das hätte auslösen können. Das Projekt selbst hat 15 Jahre lang daran gearbeitet. Ja, man kann sich vorstellen, was es den Leuten bedeutet hat, dass diese Arbeit dann von einem auf den anderen Tag innerhalb von wenigen Stunden komplett im Nichts aufging. Die Leute ohne etwas dastanden. Ja, nicht nur ohne persönliche Erinnerungen, sondern auch ohne Kleidung. Ohne Geld, ja, ohne Dokumente. Und nachdem die ersten Stunden, die erste Nacht des Schocks vorbei waren, fing man dann an zu gucken, wie man damit umgeht. Man entschied relativ schnell, dass obwohl alles abgebrannt war und obwohl natürlich die Frustration riesig war und man nicht wusste, wie man damit umgehen soll, man das nicht aufgeben wird. Damals war uns einfach noch nicht so richtig klar, wie ist das einzuordnen, aber es war sofort klar, irgendwie, wir müssen uns organisieren. Natürlich wurde erstmal die Solidarität auch für die Freundinnen und Freunde, die in Schwalbach wohnen, organisiert. Es waren im ersten Jahr waren weit über 100 Menschen da, die dieses Ding, ja, das gesamte Gebäude entkernt haben, die den Bauschutt verräumt haben, die angefangen haben, die ersten Renovierungsarbeiten zu machen. Das läuft jetzt seit fast 2 Jahren und die Solidarität ist immer noch nicht abgeebbt. Was die Solidarität den Leuten mit Sicherheit gegeben hat, ist unglaublich viel Kraft. Ein Blick auf die Möglichkeit, dass man diese Wunde wieder heilen kann. Ich glaube, in dem Moment nach dem Brand wäre ohne die Unterstützung all der Menschen, die gesagt haben, ja, wir bauen das wieder zusammen auf und nein, es ist keine Möglichkeit, hier aufzugeben. Das muss schon deswegen wieder aufgebaut werden, um als Symbol gegen diese Art von Hass und Gewalt zu stehen. Dann war es erstmal ruhig und dann ging es aber im Dezember so richtig los. Da wurde mehreren aufeinanderfolgenden Tagen Anschläge auf 2 Projekte in Rödelheim verübt. Die seit weit über 30 Jahren besetzte Au und ein weiteres Syndikatsprojekt, die Assi in Rödelheim. Es gab 2 weitere Anschläge auf das Café Exzess in Bockenheim. An 2 aufeinanderfolgenden Tagen wurde da ein Brandanschlag verübt. In Hanau bei der Schwarzen 97 ein weiteres Syndikatsprojekt. Und auch das Lila Luftschloss war insgesamt 3-mal Ziel dieser Attacken. In dem Fall war dann das Autonome Kulturzentrum Metzgerstraße betroffen. Hat sich zusammengeschlossen, hat überlegt,
ob man Unterstützungsgruppen findet, ob man Pläne organisiert, wie man es schafft, auf die Situation zu reagieren. Genau, dann war es so, es gab eben diese Kampagnen, es gab dann auch für den 22. Dezember eine groß angekündigte Demonstration, so ähnlich wie heute. Da geht es natürlich auch so ein bisschen um den Umgang der Polizei und der Ermittlungsbehörden mit der ganzen Serie. Für uns ist total wichtig zu sagen, wir wurden von Anfang an überhaupt nicht ernst genommen und es gibt einen politischen Hintergrund. Diese Ziele werden nicht umsonst gewählt und da wird der Wohnraum, der Lebensraum und die Projekte von dezidiert linken oder feministischen Projekten angegriffen. Und das ist klar, dass das einen rechten Hintergrund hat. Ja, ich glaube, die konkreten Hoffnungen, was der Prozess erbringen kann, sind relativ gering. Ja, das Vertrauen darin, dass diese Institution Polizei und diese Institution Gericht diesen Fall so aufklären, dass die politische Dimension zum Tragen kommt, die Hoffnung ist, glaube ich, relativ gering. Während die Polizei nicht mal auf die Idee kam, bei irgendeinem der betroffenen Projekte nachzufragen, ob der Täter bekannt ist. Der Täter kam auch am nächsten Tag schon auf freien Fuß. Weil die Polizei damals sagte, sie können überhaupt keinen Zusammenhang zu der Brandserie erkennen. Aus den Ermittlungsakten wissen wir mittlerweile, dass die Polizei schon kurz danach davon sozusagen die einen Zusammenhang zu der Brandserie dann doch gesehen haben, aber es überhaupt nicht für nötig gehalten haben, die betroffenen Projekte zu informieren. Joachim S. ist dann irgendwie einen guten Monat später im Juni festgenommen worden, als er den dritten Anschlag auf das Lila Luftschloss verübt hat. Und man muss sagen, dass da sozusagen nur Sachschaden entstanden ist, ist wahrscheinlich zwei Tatsachen zu verdanken, dass oft Brände sehr frühzeitig entdeckt worden sind, dass Leute aufmerksam waren, dass aber auch Selbstschutz organisiert worden ist, weil man sich auf andere Strukturen offensichtlich nicht verlassen kann. Und uns ist auch wichtig zu sagen, wir wollen diese Taten nicht gleichsetzen. Also wenn man sich in Hessen umschaut, es gab am 19. Februar in Hanau den Anschlag, den rassistischen Mordanschlag, bei dem 9 Menschen ihr Leben verloren haben. Die sich immer wieder die Frage stellen müssen, was während der Tatnacht mit ihnen passiert ist, in diesen vielen Stunden zwischen den Morden und zwischen der Erstürmung des Hauses des Täters, als das SEK zuerst eine Gruppe von Angehörigen umstellt hat, die immer noch nicht wussten, ob ihre Tochter, ihre Schwester, ihre Mutter unter den Toten war. Viele der Angehörigen sagen, sie dürfen nicht umsonst gestorben sein. Und deshalb kämpfen wir weiter gemeinsam und es wird noch lange dauern und sagen weiter jeden Tag, dass es Erinnerungen geben muss, dass niemand vergessen werden darf, dass wir alle Geschichten erzählen müssen. Und wir sagen aber auch, dass wir nach vorne gehen müssen, dass wir Gerechtigkeit brauchen für die, die weiterleben, dass wir Aufklärung brauchen und dass wir schlussendlich Konsequenzen brauchen, damit das nicht mehr geschieht. Wir stehen hier, weil es keine Alternativen gibt. Wir stehen hier, weil es ein Schlag ins Gesicht wäre. All jener, die seit fast 200 Menschen, die seit 1989 Opfer von rechtsradikaler Gewalt und Terror geworden sind. Wir stehen hier, weil Antifaschismus eine zwingende Notwendigkeit ist. Und was man bei Joachim S. sieht, ist sozusagen, da wird die These vom Einzeltäter gesponnen. Dieser Einzeltäter, ja, in diesem Brandanschlag oder bei den Brandanschlägen auf Flüchtlingsheime oder den Angriffen auf Menschen des ausländischen Aussehens, sind keine Einzeltaten, sondern geschehen in einem gesellschaftlichen Kontext, der sie möglich macht. Und der Ablauf bei diesen Taten ist immer gleich. Wenn die Taten schwer genug sind, dann wird Betroffenheit geäußert, es wird vollumfängliche Aufklärung versprochen.
Aber im selben Atemzug folgen schon Relativierungen, die Erzählungen von EinzeltäterInnen, oft auch die Erzählungen von psychischer Krankheit, wie bei dem Täter von Hanau. Und immer sind es Betroffene, Angehörige, FreundInnen, die aufdecken müssen, dass es sich um rassistische Taten handelt, dass die Täter gehandelt haben, weil sie einen Hass auf Linke haben, auf MigrantInnen, auf Frauen. Auch bei Joachim S., die Anschläge auf das Lila Luftschloss, ein dezidiert feministisches Projekt, zeigt sozusagen seine ganze Misogynie, zeigt seinen Hass auf Frauen, zeigt den Antifeminismus, den er in sich trägt. Auch da sozusagen die Parallelen zu den Tätern von Halle und Hanau, auch wenn die Taten nicht gleichzusetzen sind. Für uns ist auch total wichtig zu sagen, wir gehen aus dieser, so absurd das klingen mag, aber wir gehen gestärkt aus dieser Brandanschlagsserie hier vor. Wir haben eine Solidarität erfahren und wir haben Zusammenhalt innerhalb der linken Strukturen erfahren, einen Umgang mit diesen Anschlägen zu finden. Das sind genau die Strukturen, auf die wir setzen und von denen wir sagen, die müssen wir ausbauen. Es gibt eine unglaubliche Vielzahl an Handlungen aus Hass gegen die Gesundheit, gegen das Leben von Menschen in den letzten Jahren. Und wir wollen, dass diese Tat, genau wie alle anderen Taten, aufgearbeitet wird und dass sie sich einreiht in den Kontext, in dem sie steht.